Hallo oder so, liebe Leute, willkommen heute zurück zu ARPS, dem Spiel, in dem man irgendwie so Monster und Dinge gegeneinander kämpfen lassen kann. Und ich finde das mega cool, weil ich da gerne zugucke und ich denke mal, ihr schaut auch gerne meine Videos. Und dann machen wir das jetzt heute hier zusammen. Keine Ahnung, was das jetzt schon wieder für eine Begrüßung war. Leute, schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr wild hier im Animal Revolt Battle Simulator 3000. Ohne das 3000, das habe ich mir gerade noch ausgedacht, weil sie es cooler anhört. Aber Leute, ich würde sagen, wir fangen nicht lang rum, wir starten rein. Ich habe hier nämlich heute coole neue Sachen hinzugefügt. Das Ganze werde ich euch aber jetzt noch nicht zeigen, sondern erst im Laufe des Videos. Und zwar würde ich sagen, starten wir erstmal ganz genüsslich rein mit einem Menschen. Wir haben ja hier unsere gute, allseits beliebte Map, die wir hier haben. Die habe ich schon irgendwie vor mehreren Folgen gebaut. Aber die ist cool, deswegen bleiben wir auf jeden Fall hier. Und ich gehe mal gerade ein bisschen schauen. So, wir könnten hier theoretisch einen... Ah! Er ist nackt! Oh mein Gott, er ist nackt! Er hat einfach nichts an. Vielleicht können wir hier... Was ist das hier für einer? Aber der ist ganz schön klein. Warte mal, gucken wir mal ganz kurz. So circa die Größe. Okay, er kann nicht mal stehen. Hä, wieso setzt er sich denn jetzt hin? Bro, alles okay bei dir? Okay, alles klar. Es ist irgendwie Kühner Billy. Keine Ahnung, was das hier sein soll. Kühner Billy, kein Plan. Aber ich würde sagen, wir lassen einfach mal Kühner Billy gegen den anderen hier kämpfen. Let's go. Okay. Oh. Wow. Was für ein epischer Kampf. Das ist... Wow. Kann Billy überhaupt irgendwas? Billy Vanilli? Kann der überhaupt irgendwas? Kühner Billy. Junge, der kann nicht mal stehen. Billy, weg mit dir, Billy. So, wir haben hier auf jeden Fall noch so eine Armbrust Aneko. Lass mal ganz kurz schauen, ob wir die hier irgendwie sozusagen... Wir brauchen hier die Größe, 3,5. Dann platzieren wir mal hier die Armbrust Aneko hin. Und probieren das mal aus, weil jetzt haben beide Pfeil und Bogen und eine Armbrust halt sozusagen. Lass mal kurz gucken. Okay, also... Das ist es gewesen. Geil. Okay, Leute. Jetzt erstmal Spaß beiseite. Ja, jetzt packen wir den kompletten Spaß hier beiseite. Der Typ hier, der den Sixpack hat und ich ein bisschen neidisch bin, weil ich den ganzen Tag nur Burger esse und keinen Sixpack habe. Wir haben hier den wütenden Joe, Junge. Was? Yo, wütender Joe. Oha, der sieht voll modern aus, Alter. Der sieht mega modern aus. Und dann haben wir hier den schleppenden Mo. Okay, dann kämpft jetzt einfach der wütende Joe gegen schleppender Mo. Lass das mal ausprobieren, oder? Zack, zack. Okay. Yo, der hat eine Knarre. Digga. Dieser Joe, der Mo oder wie auch immer die heißen. Wo ist meine Maus? Da. Der hat einfach eine Knarre. Was passiert eigentlich, wenn wir Joe gegen Mo, Joe, Mo, Joe, Joe, Joe? Was passiert dann? Yo! Alter, voll das Showdown. Hä, wie geil. Das ist einfach so ein Showdown. Wisst ihr, wie ich meine? Wie so im Wilden Westen. Mega crazy. Wer ist das hier? Rocky? Zeig mal her, Rocky. Okay, ich kann mir schon denken, was hier mit Rocky ist. Ich glaube, der hat so Raketen. Lass mal einfach Rocky gegen Rocky kämpfen. Was passiert da? Rocky? Oh oh. Yo, was? Yo, was? Yo, was? Hä? Hä? Was ist denn mit denen los, Alter? Was ist das da? Dieser Typ, was hat er da in der Hand? Ist das ein Regenschirm? Also, es sieht auf jeden Fall aus wie ein Regenschirm. Hä? What the heck? Was ist das? Und FPS-Avatar. Okay. Kommando Bow. Alter, die haben alle so komische Namen. Der heißt Cole, Billy, Joe, Mo, Aneko, Sue, Bo, Rocky. LOL. Okay, lass mal hier gucken, was kann der hier? Das ist hier so ein Sergeant. Ah, so, kurz zweite Mannschaft. Pum. Okay, was kannst du? Oh. Das war ein kurzer, knapper Kampf. Schön. Aber, meine Damen und Herren, ich weiß, ihr habt heute hier nicht eingeschaltet, weil ihr sehen wollt, wie Joe, Mo... Oder Aneko, Joe und Cole irgendwie einen auf die Mütze gibt. Sondern ihr wolltet sehen, was ich hier heute nämlich vorbereitet habe. Und zwar, Trommelwirbel bitte. Ich habe hier neue Monster hinzugefügt. Und zwar wollte ich heute mit euch zusammen ein bisschen was ausprobieren. Ja? Ich denke mal, ich werde im Laufe der nächsten Folgen ein bisschen gucken, was man hier noch so machen kann.
Ich habe auf jeden Fall hier jetzt erstmal hinzugefügt ein Alpha-Godzilla. Dann habe ich hier ein Battle Big Bot Robot Big Bot. Battle Bot Big Robot. Battle Bot Big. So heißt der Typ. Den habe ich auch hinzugefügt. Dann habe ich hier Iron Man Bob, was auch sauna ist. Das ist für die Leute, die Iron Man geguckt haben, kennen den hier. Ne? Dann haben wir einen Riesenkraken. Meat Grinder heißt der hier. Aber das ist, glaube ich, so eine Art Siren Head. Und dann haben wir hier Mythos Godzilla oder Myth Godzilla. Sieht auch absolut crazy aus. Wir können jetzt theoretisch Godzilla gegen Godzilla kämpfen lassen. Dann können wir hier auch noch irgendwie einfach. Ey, wir können jetzt so viele Sachen machen. Das wird ultra nice. Deswegen, Leute, lasst auf jeden Fall jetzt schon. Lasst auf jeden Fall jetzt schon mal dem Video hier einen Daumen nach oben da, falls ihr Bock auf mehr habt. Ich würde sagen, wir fangen heute ein kleines bisschen kleiner an, indem wir. Okay. Der ist wirklich klein. Er ist wirklich ein kleiner, kleiner Iron Man. So, also, wir befinden uns jetzt hier auf einer neuen Map. Ich habe jetzt hier die neueste, größte Größe hinzugefügt sozusagen. Und das hier ist der gute, alte Iron Man Bob. Da haben wir ihn. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Alter, was hat der denn da an den Händen? Ach, das ist... Ach, krass, das sind Laser? Dann hat er hier noch... Ups, sorry. Bob, alles okay bei dir? Irgendwie macht er da gerade eine ganz komische Handbewegung. Ja, Freunde. Also, dem Bob geht es auf jeden Fall sehr, sehr gut gerade. Ich würde sagen, wir spawnen ihn jetzt einfach nochmal neu. So, hierhin. Und jetzt könnten wir theoretisch auch einfach sozusagen Big Bot Battle Robot, wie auch immer das Ding heißt, theoretisch hier auch einfach hin platzieren. So hin. Yo! Yo! Das sieht sehr, sehr geil aus. Oha! Also wir haben hier den Bot, den Battle Robot. Und der hat auch so Raketen hier oben drin, so Miniguns. Dann hat er da die Raketen, dann hat er hier noch mehr Raketen. Und ich frage mich, ob Iron Man stärker ist als dieser Battle Robot. Wollen wir es herausfinden, meine Damen und Herren? Schnallen Sie sich an und wir beginnen in 3, 2, 1, los! Das war ein eindeutiger Sieg, würde ich sagen. Definitiv. Dann würde ich sagen, probieren wir einfach mal 3 Battle Robots aus. Und ansonsten, wenn das immer noch nichts bringt, machen wir halt mehr und mehr und mehr und mehr. Okay? Let's go. 3, 2, 1, boom. Digga, wie stark ist der bitte? Alter, der ist ja unnormal stark. Hä? Diese Battle Robots haben ja gar keine Chance. Das probieren wir jetzt mal aus. Was passiert, wenn wir jetzt einfach 1, 2, 3, 4... 6, 10, 15 von diesen Stahlrhinozerossen gegen den Big Battle Robot. Okay? Probieren wir es aus. Let's go. Okay, krass. Also, man sieht, dass diese Stahldinger einfach gar keine Chance haben. Wirklich. Gar keine Chance. Also, der Big Battle Robot ist schon sehr, sehr gut. Aber was passiert, wenn wir jetzt hier zum Beispiel diesen Riesenkraken gegen den Arm kämpfen lassen würden. So, wenn wir auf jeden Fall hier diesen Kraken oder was auch immer das sein soll. Was in drei Teufelsnamen ist das? Junge, schafft das gegen Iron Man? Wollen wir das mal ausprobieren? So, wir setzen hier Iron Man hin und wir probieren's. Oh, Mist. Warte, wir nehmen Iron Man. Na, ich würde schon gerne, dass Iron Man in meinem Team ist, oder? Okay, also, Iron Man ist in unserem Team, weil wir nämlich gewinnen wollen. Und ich hoffe mal, dass dieser Kraken jetzt nicht unnormal stark ist. Schauen wir mal, was hat er denn alles so? Ein paar gruselige Augen, ekelhafte, nicht geputzte Zähne. Mhm, auf jeden Fall. Ja, Mundgeruch hat er auch. Dann hat er hier, glaube ich, so Laserkanonen, keine Ahnung. Und ansonsten besteht er komplett aus so Stacheln und Stahl, was absolut... Aua! Absolut crazy aussieht. Aber wir probieren es mal aus. Ich glaube aber, Iron Man macht den mit links. Und für die nächsten Folgen würde ich sogar sagen, dass wir einfach mal Iron Man gegen Godzilla antreten lassen. Oder Godzilla gegen Godzilla oder Siren Head gegen Iron Man oder keine Ahnung. Wir gucken uns das einfach mal an. Let's do this. Digga, gar kein Kompromiss gemacht. Junge, dieser Iron Man ist insane stark. Jetzt will ich aber mal was wissen, okay? Jetzt würde ich gerne wissen, was passiert, wenn wir einfach Iron Man gegen
Iron Man am Kämpfen lassen. Das ist der finale Kampf für heute. Meine Damen und Herren, positive Wertung dalassen und let's go! Wir haben gewonnen. Wie sieht dieser Iron Man eigentlich aus? Okay, er hat einfach so einen Skelettenkopf. Sieht ein bisschen gruselig aus, aber naja. Freunde, das ist auf jeden Fall der Sieger hier heute in der heutigen Runde. Absolut insane dieser Kampf gewesen. Mega crazy. Lasst auf jeden Fall ein Like da, falls ihr mehr auf sowas Bock habt und so. Ihr wisst Bescheid. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder bei einer weiteren Folge. Bis dahin, haut rein, Leute. Tschüss.